Moin, moin und hallo. Hier ist der Yano Karo Tsuno mit Traumfänger. So, da wir im letzten Part verhaftet wurden beim Diebstahl bei der Polizei, werden wir es jetzt noch einmal schnell versuchen. Zweiter Slot war das jetzt. So, wir sind allein im Raum. Wir wissen, wo alle Platten sind. So, jetzt hier schnell werden. Ah, falscher Scheiß. So, bla. Nimm die Platte. Platte. So. Im Koffer ist eine Platte. Mach hinne. Ja, Platte. Hier war auch noch eine Platte. Öffnen. Mach hinne. Ja. Nein, da ist er. Ah, okay, wieder Game Over. La. Nein, ich suche nicht dein Büro. Jetzt haben sie ein großes Problem. Ja, Game Over. Ja, wir sind so gut im Klauen, wie man gemerkt hat. Ich glaube, wir sollten es lassen. Wir gucken jetzt erstmal, was passiert, wenn wir nichts klauen. Lalalu. Und wir warten und warten, weil wir lieb und nett sind. Und wir werden nichts klauen. Wir stehen hier einfach auf der Stelle. Wir stehen einfach auf der Stelle, wo ich so gern wissen würde, was in dem Safe ist. Und wir brauchen alle drei Platten, um den Safe zu öffnen. Ich weiß es einfach. Wie lang kann der Typ brauchen? Wir laufen ein bisschen im Kreis. Tür geht nicht auf. Komm schon. Kann ich in den Computer? Okay. Diesmal lässt er sich aber ganz schön Zeit. Gucken wir uns ein bisschen die amerikanische Flagge an. Gut. Ja. Müssen wir jetzt hier wirklich auf ihn warten oder müssen wir es irgendwie wirklich schaffen, dass er es merkt? Ich trinke mal kurz einen Schluck, während wir auf ihn warten. So. Ja, okay. Er kommt nur, wenn wir was anstellen. Wieder zurück. Das heißt, muss ich ein bisschen rumlaufen? Okay, wir durchsuchen was. Der Schrank ist zu, gut. Hätten wir es untersucht. So, jetzt komm bitte. Okay, wir gucken nur ein bisschen. Der Schrank ist zu. Er ist bestimmt auch zu. Nichts machen. Die Pflanze beobachten. Die Uhr beobachten. Schranktor öffnen. Braucht etwas dafür, okay. Untersuchen. Ja, gib mir die Platte. So. Zusammen mit drei Einbuchtungen, ja. Kein Plan. Ich glaube, sobald wir den Koffer öffnen, kommt er und hat das bemerkt, dass wir klauen. So, wir testen jetzt kurz. Wir haben jetzt schon zwei Platten. Wir warten. Ja. Thomas Scott, Sie durchsuchen doch nicht wohl etwa mein Büro. Okay, jetzt nochmal ein Versuch. Ja, Game Over, FTW. Keine Ahnung, wie oft wir jetzt schon Game Over gegangen sind, bei dem Versuch hier zu klauen. Okay, Beeilung. Koffer. Ja, nimm mal. So, oberes Fach. Platte. Öffnen. Nimm, mach wieder zu gut, wir haben nichts durchsucht. Komm. Och. Komm schon, ey, es ist alles zu, das kann doch gar nicht so auffällig sein. Nun haben sie ein großes Problem. Ja. Zum Kotzen. Laden. Neuer Versuch. Okay. Mann, er will uns doch nur helfen. Warum wollen wir ihn beklauen? Ein Gedicht. Oh, okay, lesen wir lieber das Gedicht, anstatt ihn zu beklauen. Ein Gedicht, hier liegt auch alles Mögliche herum, was es wohl bedeutet. Neue Welt in Bilder. Vorige brennende Wälder. Regen plätschert über Wiesen. Himmlische Liebe angepriesen. Okay. Ich würde es nochmal lesen. Es gefällt mir irgendwie. Neue Welt in Bilder. Vorige brennende Wälder. Regen plätschert über Wiesen. Himmlische Liebe angepriesen. Ja. So, jetzt komm mal bitte, ich habe in der Zwischenzeit so schon das Gedicht. Oh, sollte den Vorhang zuziehen. Ah! Das könnte mir ein bisschen Zeit verschaffen. Oh, er hat geplant zu klauen. Okay. Oben. Aua, was hast du für ein Geräusch gerade in meinem Kopf?
tat weh. Hat mir Geräusche in meinem Kopf, WTF. Nein. Er kratzt sie am Kopf. Er hat gedacht, wir machen nichts. Okay, das ist unsere Chance. Ja, alle einsetzen und öffnen. Komm. Verschiedene Reihenfolgen oder wie? Ah. Rot, grün. Wow, Zufall. Nur einige Unterlagen und ein paar Zettel, aber hier liegt eine Schachtel. Ein Schlüssel mit einem Schild dran. Da steht drauf, der Herrscher. Der Herrscher, ein sehr alter Schlüssel. Wofür ist der wohl gut? Ich hatte eine ziemliche Ähnlichkeit mit der Gerechtigkeit. Liam wird sich sicher nichts dagegen haben, wenn ich ihn mir mal ausbaue. Er scheint ihn selber ja nicht zu nutzen. Gut, wir haben ihn beklaut. Zwei Schlüssel mit komischen Bezeichnungen. Und Schirm, mir ist gerade selber aufgefallen, ich habe gerade sehr schnell geredet, also und vorgelesen, weil ich war ein bisschen hektisch wegen der Polizei, weil die kommt, also weil der Typ wieder kommt, ne, Liam. Zwei Schlüssel mit komischen Bezeichnungen. Habe ich was übersehen? Der Hinweis aus dem Tresor. Der Wecker 1820. Ich muss zu Mr. Frank. Vielleicht verbirgt sich in dem Wecker noch irgendwas. Und wow, mitten in der Nacht auf zu Mr. Frank. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir die Polizei beklaut haben. Und das wäre dieses rote Auto von vorhin. Puh. Aber wir sind jetzt schon sehr weit gekommen. Niemand da? Hallo? So. Und er ist gerade nicht im Haus. Und es tut mir mal ganz kurz leid. Ich muss mal kurz einen kleinen Schnitt machen. Wir sehen uns gleich wieder. So. Bin wieder da. Musste kurz hier was in Real Life erledigen. Und was mir gerade so mal durch den Kopf gegangen ist. Also dieser Junge muss doch langsam, dieser Thomas muss doch langsam eine Psychose entwickelt haben, dass er überall einfach reingeht und Sachen klaut und alles durchsucht. Nur um herauszufinden, dass seine Mutter nicht gestorben ist, also nicht selbst noch begangen hat, so. Die Uhren machen mich schon mehr kirre, wir sollten uns beeilen. Hier ist ja der Wecker, seltsam, er ist grau. Mr. Frank muss die Farbe abgekratzt haben, vielleicht hat er noch nach weiteren Hinweisen gesucht. Hinten scheint nichts zu sein, was aussieht wie ein weiteres kleines Fach. Ich muss die Uhr zerstören. Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Der Wecker, 18.20 Uhr. 18 Uhr wäre um 6. Und 20 wäre 4. Nichts passiert. Okay, was gibt's noch für Möglichkeiten? Ich habe hier noch 19 Uhr. Nee, 82 gibt's nicht. Oh, alle Wecker sind ausgegangen. Oh, ist wirklich grau. Und dass jetzt alle Wecker aus sind, das klingt komisch, finde ich. Ich probiere gerade mal hier kurz jede Zahl durch. Na komm schon, 18.20 Uhr, darauf habe ich jetzt gerade so gehofft. Obwohl, warte mal, es ist ein deutsches Spiel, ist aber klar, sind ja Texte aber nicht deutsch. 18.20, 18? Okay. Okay, Escape erstmal. Was fällt mir noch so ein? Hallo, Mr. Frank, hallo, sind Sie da? Scheint nicht da zu sein. Trotzdem sind wir einfach mal in seinem Laden. Was habe ich hier alles für Notizen? Ich habe nur 1820 und 1982 diese Notizen. Und die ganzen Wecker machen mich kirre. Kann ich hier ein bisschen rumglitschen? Ja, da kann ich glitschen und da, okay. Puh. Ja, das ist nervenzerreibend. Wartet mal, da ist Rost für den Lang. Vielleicht einfach beide aufs untere stellen? Nein. Oh. Okay. Es war doch 18.20, nur man muss die beiden Zeiger vertauschen, was eigentlich keinen Sinn hat. Der Kellerschlüssel? Da hat Vater ihn also die ganze Zeit aufbewahrt? Ziemlich kniffliges Versteck. Der Keller. Ey, das ist unser Freund. Ich will nicht in den Keller, oder will ich in den Keller? Es ist ein Keller. Vielleicht ist es auch der Keller. Wer weiß, wer weiß. Okay, wir gehen mal kurz vor.
Ich möchte erstmal wieder speichern. Speichern, speichern. Mark, hallo Haus. In diesem Haus sieht es immer so düster aus. La 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 la. So. Speichern. Wieder auf den ersten. So. Okay, toll, wegen der Unterbrechung weiß ich jetzt nicht, wie lang der Part schon ist. Okay, ich habe eine Idee. Ich werde jetzt diesen Part hier beenden. Aber wenn jetzt dieser Part wirklich zu kurz ist, also wirklich noch unter 8 Minuten oder so, ich glaube, das ist er nicht, dann tue ich ihn mit dem nächsten Part zusammenschneiden. Okay, weil ich möchte den nächsten Part mir für den ganzen Keller aufheben. Das heißt, jetzt, ich bin Yano Corazzuno, das ist das Projekt Traumfänger von Never Dreams. Und bis zum nächsten Part.